Ja, lieber AK1, ich begrüße euch zur heutigen Sitzung. Schön, dass ihr alle hierher gefunden habt. Es war ja noch die Diskussion, ob der Raum vielleicht ein anderer ist, weil draußen der Tag der Medienkompetenz stattfindet. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich da, sobald die Info von der Britta raus war, eine Mail rumgeschickt, dass wir uns einfach hier treffen. Die anderen Abgeordneten, falls sich jetzt Leute im Stream wundern, sind aus ganz verschiedenen Gründen nicht da und haben sich aber auch bei mir entschuldigt. Und sind zum Teil bei Konferenzen und haben eigene Termine. Wie gesagt, heute findet auch draußen der Tag der Medienkompetenz statt. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt heute einfach mal unsere AK1-Sitzung hier. Top 1 wäre dann irgendwie eigene Anträge für das kommende Plenum. Das ist ja jetzt irgendwie relativ knapp hintereinander. Da wird es um den Haushalt nochmal gehen. Die Frage ist, haben wir da überhaupt eigene Anträge? Ich gucke mal so, ja, Sebastian nickt. Wundervoll. Möchtest du was zu den Anträgen sagen, die da kommen werden? Ja, kann ich machen. Ich glaube, wir müssen auch nicht zu einer Entscheidung hier kommen, weil wir natürlich auch jetzt nicht wirklich viele, wie du schon sagst, MDLs hier haben. Ich meine, Olaf, du könntest die Entscheidung alleine fällen, aber aus einem dir fachfremden Bereich würde dann, glaube ich, nicht so zielführend sein. Aber wir hatten das bereits, also auch im AK Integration besprochen und dieser haushaltsbegleitende politische Antrag, der soll eben dann am Freitag auch eingereicht werden, damit er eben begleitend zu dem Einzelplan 11, Teilbereich Integration, eingereicht werden kann. Der Haushaltsänderungsantrag dazu ist an das HFA-Team fristgerecht auch eingereicht worden, befindet sich auch in der Übersicht. Da wird dann am Dienstag dazu, soweit ich informiert bin, dann in der Fraktionssitzung die Entscheidung fallen. Insofern müsste man, nachdem die Entscheidung dann in der Fraktionssitzung gefallen ist, den Haushaltsantrag einzureichen, sich dann konkret auch Gedanken machen, den haushaltsbegleitenden politischen Antrag einzureichen. Insofern ist das alles noch so ein bisschen auf Halde, aber der Antrag ist soweit fertig und kleinere redaktionelle Änderungen werden dann noch vorgenommen. Und vielleicht sage ich auch noch zum Thema Einsatz. Und zwar die Überschrift heißt Verantwortung für Integration von Migrantinnen und Migranten sowie Flüchtlingen gerecht werden. Verdopplung des Integrationshaushaltes, um Aufnahmegesellschaft zu sensibilisieren. Also aus dem Titel geht schon hervor, dass es sich teilweise um Sensibilisierungsmaßnahmen für die Aufnahmegesellschaft handelt. Also das sind dann eben Antidiskriminierungsprojekte, die daraus finanziert werden sollen. Da haben wir uns Gedanken gemacht und das in, sage ich mal, drei Teilbereiche untergliedert. Zum einen eben die Intensivierung des interkulturellen Dialoges, die interkulturelle Öffnung und eben auch die Teilhabe, die Integration durch gesellschaftliche Teilhabe. Also sprich das Sensibilisieren des Wohnumfeldes von zum Beispiel jetzt in Burbach, wenn da Flüchtlingsheime in der Gegend sind, dass man eben konkret auch die Aufnahmegesellschaft darüber informiert, Begegnungsmöglichkeiten einrichtet und vielleicht auch Beratungsangebote mithilfe der Aufnahmegesellschaft fördert. Also die Idealvorstellung wäre, wenn in Burbach an jeder Türklinke einmal geklingelt würde und jedem Menschen das erklärt wird, was wir hier gerade für größere Probleme oder was für Herausforderungen wir eben mit den geopolitischen Folgen haben. Ja, soweit wäre das der begleitende politische Antrag, der, wie gesagt, dann eingereicht werden sollte, falls man sich in der Fraktionssitzung dann dazu entscheidet, den Haushaltsantrag einzureichen. Ja, gerne. Weil ich jetzt den Überblick nicht direkt habe, um welchen Betrag geht es bei dem Haushaltsantrag dabei?
Die Überschrift heißt ja Verdopplung des Integrationshaushaltes. Der Integrationshaushalt umfasst 29 Millionen. Ne? Also das ist der, genau, und das ist sozusagen der auch der geringste Haushalt von allen Haushalten. Gut, klar, Integration ist ein Querschnittsthema. Aus jedem Haushalt werden auch Maßnahmen finanziert, die im weitesten Sinne mit Integration zu tun haben. Aber der genaue Haushaltsplan E11, Teilbereich Integration, umfasst 29 Millionen, sprich Verdopplung 30 Millionen. Also pro Teilbereich, den wir da einrichten oder den wir eingerichtet sehen möchten, sind es dann so 7,5 Millionen. Also insgesamt 30. Nur mal Interesse halber, gibt es da irgendeinen Vorschlag zur Gegenfinanzierung von uns auch oder ist das tatsächlich nur der reine Antrag der Verdopplung? Nee, aber generell, wie das im Gesamthaushalt gegenfinanziert werden soll, haben wir da auch einen Vorschlag zu eingereicht oder nicht? Weil da fragen die ja immer ganz gerne auch nach. Ja, wie gesagt, ein Haushalt, der nur 30 Millionen hat, da kannst du ja nichts gegen finanzieren. Und in den, sag ich mal, dem EP, dem Einzelplan 11, korrelierenden Aufgabengebieten, also Arbeit und Soziales, da haben wir 3,3 Milliarden Euro. Aber auch nur um da, das hört sich jetzt erstmal nach sehr viel an, das sind aber zu Olaf Weiß natürlich besser. Da sind 80% Durchleitung, ja, und die Arbeitsförderung beträgt in NRW nämlich originär auch nur um 50, 60 Millionen Euro. Der Rest ist um 150, 180 Millionen kofinanziert oder ja hauptsächlich finanziert aus EU-Mitteln. Ne? Wer sich das mal so ein bisschen anschaut, der wird das dann so sehen. Ja, wie sich das da aufgebaut hat. Also aus dem ganzen Mais, aus dem Mission für Arbeit, Integration, Soziales, wird das sicherlich nicht stemmbar sein. Wenn nachgefragt werden sollte, müsste man sich jetzt mit anderen Fachgebieten da kurz schließen. Ich glaube, das wird auch noch geschehen. Was das Ergebnis sein wird, werden dann unsere Haushälter besser wissen. Werden wahrscheinlich viele hier schreien, wenn man fragt, wer hat denn zu viel und kann auch was abgeben. Ja. Das ist es noch nicht mal. Ich könnte es dir sagen, wo ich sparen wollte und würde. Nur das Problem ist, das müsste jetzt wirklich hier durchdiskutiert werden mit den einzelnen Leuten. Das ist ja wahrscheinlich viel, viel intensiver als das Geld, wenn du jetzt sagst, ich brauche noch mal 10 Millionen mehr. Das kriegst du ja wahrscheinlich in der Fraktionssitzung viel schneller durch, als wenn du sagst, irgendwo, da will ich 2 Millionen sparen. Keine Sache. Also, ja, die Ideen hat unter Umständen, ich sage mal so, ich will es den meisten nicht aussprechen, dass sie Ideen haben. Ich sage aber auf der anderen Seite auch, es ist nicht unbedingt jetzt komplett, also mein Verständnis, es ist nicht unbedingt aufgrund der Arten, wie überhaupt hier Politik gemacht wird, so muss man das sagen, nicht unbedingt Aufgabe meiner Meinung nach der Opposition, wenn sie jetzt nicht auf so einem Kurs ist wie die FDP oder die CDU, die nur sagt, sparen, 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 sich diese Gedanken wirklich bis zum Schluss zu machen. Dafür ist einfach der Diskussionsaufwand, bis du dazu einem Ergebnis kommst, mit dem, dass du das sowieso nicht durchsetzen kannst. Egal, auf was wir uns jetzt einigen, wo wir sparen würden. Ja? Bin ich ja voll auf deiner Seite. Ich bin dafür da, ich bin dafür da, die Regierung zu piesacken als Opposition. Eine andere Möglichkeit habe ich hier nicht und da muss ich mir nicht deren Gedanken machen. So ist meine persönliche Einstellung dazu. Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt erstmal die Diskussion hierzu als beendet an. Von meiner Seite sind keine Anträge. Nico sieht jetzt auch nicht aus, als wenn er sagen würde, oh, ich habe hier jetzt noch einen. Nein. Yes. Ja, dann sind wir mit dem Top 1 Anträge zum kommenden Plenum durch. Dann würde ich den weiteren Top aufrufen. Sonstiges gibt es noch Diskussionen, politische Themen, die wir hier ansprechen müssen. Sehe ich auch nicht. Ich kann ja mal einen kurzen Bericht zu dem Kinderschutzgesetz vorschlagen oder zu dem Kinderrechte.
ich sage jetzt habe ich auch schon den Fehler Kinderschutz gesagt. Nein, zu dem Kinderrechte-Antrag von uns. Wir werden relativ alleine dastehen. Selbst die Leute, die sich sehr für Kinderrechte, du hast die Dinger ja so wahrscheinlich auch schon gelesen, selbst die Leute, die sich sehr, sehr für Kinderrechte einsetzen, ich weiß es nicht, teilweise kriege ich zu viel. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, Leute, wollt ihr immer alles oder nichts? Also da ist, teilweise habe ich so dieses Gefühl, das ist zu wenig, das geht auch nicht in die richtige Richtung. Wir wollen nicht einen, zum Beispiel jetzt die Ombudsstelle. Wenn ich das da richtig lese, steht da, nee, wir wollen nicht, dass ein Mensch ausgebildet wird, wir wollen, dass alle Menschen ausgebildet werden. Ja, weil sonst könnte ja die ganze Arbeit wieder an diese eine Person abgeschoben werden. Ich sage mal so, ganz zynisch bin ich auf den Gedanken gekommen, jo, nee, wir schaffen jetzt die Polizei ab, ist scheiße, weil die ganze Sicherheit, die schieben wir jetzt an die Polizei ab. Ja, kann man das selber machen. Also müssten doch alle Leute nur dann richtig genug ausgebildet werden, dann könnte man das doch auch ohne Polizei regeln. Also fand ich teilweise ein bisschen sehr skurril, was ich da für Antworten gekriegt habe und ich habe auch keine Idee, wo die hergekommen sind. Ich habe mehrmals versucht mit der Ombudsstelle, weil ich die eigentlich als ziemlich stark auf unserer Seite empfunden hatte, auch aus Gesprächen heraus ein Gespräch zu kriegen, auch mit dem Kinderschutzbund. Es sind keine Gespräche zusammengekommen. Die haben sich einfach zum Teil nicht zurückgemeldet. Dann haben sie sich zurückgemeldet, haben sich entschuldigt, dass sie irgendwie was Besonderes hatten und deswegen genau die Ombudsstelle hatte irgendwie. Und die hängen ja auch sehr stark mit dem Kinderschutzbund zusammen. Die hatten irgendwie so ein Fortbildungsseminar irgendwie so und da hätten sie keine Zeit gehabt. Deswegen wäre das untergegangen. Ansonsten ist es bei fast allen auch so, dass sie es eigentlich nicht wollen. Sie gehen teilweise auf Argumente ein, die, wenn man es sich richtig durchliest, eigentlich auch kaum nicht haltbar sind. Wäre zu teuer. Das ist, glaube ich, von der freien Wohlfahrtspflege zum Teil gekommen, dass sie sich nicht vorstellen, also ne, so nach dem Motto, wäre vielleicht ganz schön, aber es wird so viel zu teuer sein. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß aufgrund dieser Sachen überhaupt noch nicht so richtig weiter, wie in der Argumentation vorzugehen. Im Prinzip wird es darauf hinauslaufen, entweder man zieht das Ding so zurück, mehr oder weniger, lässt es ziemlich schnell und leise unter den Tisch fallen, oder man gibt zu, dass man sich da verrannt hat und sagt, tschüss, wir wollen das Ding trotzdem nicht mehr zur Abstimmung haben. Oder du machst denselben Show, wie die anderen auch machen, indem du nämlich dann plötzlich irgendwelche Klamotten aus der Anhörung zitierst, so den einen oder die ein oder zwei Sätze, die da mal positiv waren. Und indem du dann dich da hinsetzt und sagst, wie die Anhörung ergeben hat, sind ja alle Leute von unserem Gesetz begeistert. Ja, dann fällt zwar die SPD und die Grünen fallen dann lachend vom Stuhl und fragen diesmal uns, auf welche Anhörung wir gewesen wären. Aber so richtig weiß ich noch nicht, damit umzugehen. Ich habe auch noch nicht so richtig, würden wir morgen sehr wahrscheinlich mal uns überlegen, was ich da für Fragen daraufhin jetzt stellen soll. Ja, weil irgendwie würde ich ja gerne versuchen, deren Aussagen umzudrehen, so nach dem Motto, ist ja doch eine gute Idee, aber aufgrund dessen, was wir geschrieben haben, würde ich sagen, der größte Fehler war, das zu machen, ohne vorher mit denen also genug Vorarbeit geleistet zu haben. Allein vom Textlichen konnten die sehr wahrscheinlich auch unter Umständen da wenig mit anfangen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe leider dummerweise keinen Termin bis jetzt mit der Ombudschaft und mit der Kinderschutzbund hingekriegt. Ich hoffe, dass da noch irgendwo, also zumindest am Rand der Anhörung noch ein Gespräch mit stattfinden würde, um überhaupt erstmal zu wissen, wie die zu diesen Antworten gekommen, zu ihren Stellungnahmen gekommen sind, weil nachvollziehen kann ich die zum Teil nicht. Ich weiß nicht, hast du das Gefühl, vielleicht, dass das auch so eine Art Spiel nicht mit den Schmuddelkindern ist? Wir kennen das, dass die Leute sagen, wir müssen auch immer gucken, was wir mit euch zusammen machen können, um uns nicht mit den Regierenden, die tatsächlich so Dinge durchsetzen können, zu bewegen? Ja, ist also auch einer der ganz großen Favoriten von den Gründen, die ich jetzt gerade suche, auch keine bei mir, woran es liegt. Ja, also ich weiß es nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, zumal ich auch von der freien Wohlfahrtspflege sogar solche Aussagen kenne, dass die gesagt haben, da können wir jetzt nicht für sein, weil dann kriegen wir zu viel Theater. Jetzt nicht explizit in dem Fall, aber ich kenne diese Konstellation und dieses Machtdenken auf Seiten der freien Wohlfahrtspflege, wo ja auch der Kinderschutzbund zugehört. Ja, seltsam. Ich habe eigentlich von den Geschehnissen drumherum genau den gegenteiligen Eindruck. Ich weiß aus einigen Kommunen, dass die Jugendzentren informiert wurden per Mail, oh, hier gibt es was zum Thema Kinderschutz, soll einen Kinderschutzbeauftragten geben, findet gerade im Landtag statt, als Info. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht ist da einfach
sind die Sachverständigen ein bisschen zwiegespalten. Müssen wir gucken, unterhalten uns dann drüber, wie wir Fragen dazu stellen. Ich kann auch noch mal die Mail weiterleiten, um die es da, von der ich gerade gesprochen habe. Ja, das machen wir. Da jetzt nur die Frage. Also ich habe nicht alle, ich muss sagen, ich habe nicht alle Stellungnahmen gelesen. Die ich gelesen habe, hörten sich gar nicht. Gespräche habe ich auch mit vielen Leuten geführt. Und wir haben jetzt sogar schon, Christa und ich haben jetzt sogar schon gesagt, an Organisationen, die nicht als Sachverständige eingeladen sind, allerdings ist auch wieder ehrenamtliche Arbeit und so, gesagt, schreibt Stellungnahmen. Scheißegal, ob ihr aufgefordert seid, eine Stellungnahme abzugeben, schreibt sie einfach. Die kriegen wir dann als Zuschriften. Egal, Gewicht hat es auf jeden Fall. Ich erwarte da zum Beispiel noch von dem einen oder anderen, unter anderem der ABBA, erwarte ich noch, dass die noch schreiben, weil eigentlich hatten wir denen das gesagt und können jetzt nur hoffen, dass sie dann einfach eine Stellungnahme abgeben, auch ohne gefragt worden zu sein. Damit wir noch was Positives für den Antrag haben. Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da weiß, dass es noch eine Organisation gibt, die zu dem Antrag positive Aussage verfasst, dann ja. Ja, klar. Gut. Aber wir unterhalten uns nochmal darüber, müssen wir ja jetzt nicht öffentlich im Stream machen. Ich wüsste jetzt gerade auch spontan so ein paar Klamotten, die man dann irgendwie fragen kann, wo man sich drauf beziehen kann. Überlegen wir uns einfach noch, ist noch... Noch ein kleines bisschen Zeit, nicht allzu viel diese Woche, aber... Nee, wollte ich jetzt auch nicht vorwegnehmen. Ich wollte nur mal kurz Stand der Dinge nur und das wäre ja dann nächste Woche Stand der Dinge oder übernächste Woche Stand der Dinge, wenn wir uns da wieder besprochen haben. Gut. Ja, dann würde ich sagen, war es das, genau. Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen. Ja, dann danke ich euch, dass ihr hier wart. Ich erinnere an unser Mumble am nächsten, also nicht diesen, sondern den Donnerstag danach, wieder um 19 Uhr abends. Ja, bis dahin. Mhm.